Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch den wunderbaren Klassiker Rhabarberkuchen mit Streuseln und Vanillepudding. Das ist ein absolut klassisches Rezept. Das haben schon unsere Omas und unsere Mütter gebacken und jetzt sind eben wir dran. Der Kuchen besteht aus einem wunderbaren fluffigen Rührteig mit einer Puddingfülle, dann oben auf natürlich die schönen säuerlichen Rhabarberstangen, ganz oben die Knusperhaube aus Streuseln. Diesen Kuchen kann man übers ganze Jahr backen, dann mit einfach anderen Füllungen, zum Beispiel Äpfel, Aprikosen, Pfirsiche, andere Beeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren. Also da eignet sich wirklich alles Mögliche. Da könnt ihr euch richtig durchprobieren und der Kuchen wird immer toll schmecken. Zwetschgen natürlich auch nicht zu vergessen. Ja, auch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Dafür auch die kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und das Rezept müsst ihr nicht mitschreiben. Ich verlinke euch das hier auf dem kleinen i. Und ihr findet es auch nochmal verlinkt mit allen Infos und allen Zutaten unter dem Videotitel in der Videobeschreibung. Dort einfach auf Mehr klicken und dann öffnet sich das. Und da seht ihr dann alles, was ihr wissen müsst. Wir starten in unser wunderbares Rezept. Hier habe ich nun meine schon bereits vorbereiteten Rhabarberstangen. Ich habe sie gerade einfach oben und unten etwas geputzt, natürlich vorher gewaschen und getrocknet und dann ganz leicht abgezogen. Also hier seht ihr, dass noch ein bisschen Haut dran ist. Das ist einfach Geschmackssache. Manche Leute schälen ihn ganz, aber man muss es nicht machen. Ich ziehe es einfach nur so grob ab. Dann hat er auch noch so eine schöne rote Farbe nach dem Backen. Wenn man ihn ganz schält, ist er ja grün und bleibt dann auch recht grün. Und so hat man noch ein bisschen Röte im Kuchen. Finde ich eigentlich schöner. Den werden wir uns gleich noch einfach würfeln. Und wir haben eine 26 cm Springform. 28 geht auch. Die fetten wir uns gerade ein bisschen und wir heizen den Ofen vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Dann machen wir uns an den Rührteig. Für den Rührteig brauchen wir erstmal 100 Gramm weiche Butter. Bitte alle Zutaten sowieso eine Stunde vor dem Backen in die warme Küche stellen, damit sie etwas anwärmen können und die gleiche Temperatur haben. Hinzu kommt 80 Gramm Zucker. Die beiden Zutaten können wir jetzt schon mal schaumig miteinander rühren. Wirklich die Butter schön aufschlagen mit dem Zucker. Das dauert immer so eine Weile, damit sie richtig schön verbunden ist. Der Trick bei einem guten Rührteig ist einfach der, alle Zutaten außer das Mehl und das Backpulver miteinander richtig gut zu verrühren. Mehl und Backpulver hingegen dürfen nur kurz untergehoben werden, nicht lange verrühren. Das ist ein häufiger Fehler. Dann wird der Rührteig ganz fest und nicht so schön fluffig und leicht und saftig, wie er sein sollte. Also richtig schön aufschlagen. Wenn ihr es richtig gemacht habt, dann hat die Butter auch so ein bisschen ihre Farbe gewechselt, von dunkelgelb nach hellgelb. Und jetzt können wir hier hinzugeben den Zitronenschalenabrieb, einen Esslöffel Vanillezucker und nach unsere zwei Eier. Ich reibe mir jetzt so ungefähr die halbe Zitrone hierfür ab. Den Rest, wisst ihr ja, reibe ich dann auch ab, aber der kommt nicht mit rein. Den Rest trockne ich mir auf einem Tellerchen und verwende ihn dann für ein anderes Rezept. So braucht man nicht die teure Schale, die in den Supermärkten verkauft wird, zu kaufen, sondern man hat immer getrocknete daheim. So in etwa geben wir dazu. Hinzu kommt ein Päckchen Vanillezucker oder auch ein Esslöffel, je nachdem, wenn ihr einen selbstgemachten Vanillezucker verwendet. Und da können wir auch schon mal das erste Ei hineinschlagen. Und das gerade alles noch schön verrühren und dann das zweite Ei hinzugeben und auch verrühren. Gerade zwischendurch runterkratzen, wenn was hängen geblieben sein sollte am Rand. Das zweite Ei. Wieder schön verrühren. Es ist ein Rührteig. Runterkratzen nicht vergessen, dass alles mit reingerührt wird. Und jetzt geben wir noch den Schmand hinzu, und zwar 75 Gramm Schmand.
gerade noch mit unterrühren. Der Zucker hat sich jetzt inzwischen hoffentlich aufgelöst. Ihr dürft ruhig sehr lang schlagen. Bei einem Rührteig, alle feuchten Zutaten dürfen lange geschlagen werden. Das Einzige, was nicht lange geschlagen werden darf, sondern nur untergehoben, ist das Mehl mit dem Backpulver. Und das machen wir jetzt. Hier habe ich 180 Gramm Mehl und dazu gebe ich einen gestrichenen Teelöffel Backpulver und verrühre das gerade, dass das Backpulver gut verteilt ist. Eine Prise Salz darf nicht fehlen, die geben wir auch noch hier dazu, gerade auch noch mit unterrühren. Und fertig ist unsere Mehlmischung und die können wir jetzt einfach hier dazugeben und sie gerade kurz auf niedriger Stufe unterheben. So, und das langt auch schon. Nicht zu lange rühren. Ich gehe immer noch einmal mit dem Spatel durch, um zu prüfen, ist die Konsistenz richtig. Der Teig fällt reißend vom Löffel, also ist er richtig. Wir können ihn schon in unsere vorbereitete Form füllen und ein wenig vorbacken, und zwar so etwa 15 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft, damit einfach dann nachher unsere Puddingfülle und der Rhabarber darauf nicht einsacken. Deswegen das Vorbacken. So, die Form ist vorbereitet, einfach gerade gefettet. Boden und Rand. Und jetzt kann der Teig hineingegeben werden. Sollte euer Teig zu fest sein, dann könnt ihr etwas Milch noch unterrühren. 1-2 Esslöffel. Dann ist der Teig richtig. Natürlich noch schön glatt streichen in der Form. They never seem to leave my mind. On this road that I am on. Sehr schön, unsere Form ist vorbereitet. Wir backen den Kuchen jetzt 15 bis maximal 20 Minuten im vorgeheizten Ofen vor. Und in der Zeit, während er backt, können wir dann schon unsere Streusel und den Vanillepudding vorbereiten. Und während unser Boden vorbäckt, können wir schon mal die Streusel für oben aufzubereiten. Dafür habe ich 150 Gramm kalte Butter und die vermische ich mir mit 200 Gramm Mehl und 100 Gramm Zucker. Und jetzt kommt noch Vanille hinzu, Vanillezucker, ein Tütchen. Ihr könnt auch hellen Zucker verwenden, damit die Streusel nicht so dunkel werden. Aber ich gebe eh noch ein bisschen Zimt hinzu und dann werden sie sowieso etwas dunkler. So etwa einen Viertel Teelöffel Zimt, ein Hauch, je nach Belieben. Ihr könnt hier so ein bisschen variieren, da könnt ihr auch zum Beispiel Tonkabohne hinzufügen oder im Winter dann so die Wintergewürze, wenn ihr den Kuchen mit Äpfeln zubereitet oder mit Zwetschgen im Herbst, dann einfach andere Gewürze verwenden. Und jetzt verrühren wir das alles miteinander. Und wenn alles gut vermischt ist, dann arbeite ich gern mit den Fingern so ein bisschen nach. Das geht dann immer ganz gut, dann kann man so die Größe der Streusel gut bestimmen und die Butter so ein bisschen zusammendrücken. Und ihr seht, da entstehen jetzt schon unsere Streusel. Und da könnt ihr jetzt so lange kneten, bis ihr zufrieden seid. Ihr müsst natürlich gucken, wie ihr sie haben wollt. Wollt ihr sie größer, dicker haben, und dann müsst ihr noch etwas mehr kneten und zusammendrücken. Aber ich finde sie so ganz gut, dann gehen sie gut in die Fugen rein und bedecken den Kuchen schön gleichmäßig. So, genug rumgesaut, das stelle ich mir gerade kalt. Für unseren Vanillepudding brauchen wir 375 Milliliter Milch. Dazu kommt 40 Gramm Zucker und wir geben dazu ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Und verrühren das gerade mit rein. Gerne auch anderthalb nehmen, wenn ihr noch eins übrig habt. Und für den extra Vanillegeschmack gebe ich noch einen Teelöffel Vanillepaste hinzu. Das kann natürlich auch eine Vanilleschote sein, die ihr damit aufkocht. Haben wir schön verrührt.
gerade auf dem Herd einmal aufkochen zu einem Pudding. Und während ich jetzt hier rühre und es auch schon schön aufkocht, da kann ich auch die Hitze ein bisschen runterstellen, dass mir hier nichts anbrennt, kann ich auch den vorgebackenen Kuchen jetzt schon mal rausholen. Der ist nämlich jetzt fertig. Ich zeige ihn euch eben. Der sieht jetzt wunderbar aus. So, darf auskühlen erstmal und schnell den Pudding weiterrühren. Eine Minute sollte der Pudding schön kochen, damit die Stärke schön abbindet, der schön dick wird. Und auf keinen Fall 500 Milliliter Milch verwenden, sondern die 375, denn sonst fließt uns nachher der Pudding vom Kuchen. So, eine Minute ist rum. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist ein Stück Butter untermontieren oder Schmand. Und in diesem Fall nehmen wir einfach etwas Schmand. Und zwar 125 Gramm, kommt noch dazu. Den rühren wir gerade noch mit rein. Und das duftet super lecker. Und sobald der Schmand noch untergehoben ist, ist unsere Pudding-Schmandcreme fertig und wir können sie auf den vorgebackenen Kuchen geben. Einfach drauf geben. Und am besten direkt verteilen, dass nichts einsackt, falls der Boden noch etwas weich sein sollte in der Mitte. Gerade noch schön glatt verstreichen, dass wir eine leckere Puddingcreme auf dem vorgebackenen Rührteig haben. Das wird lecker sein. So, sehr, sehr lecker. Auf diese Schicht kommt jetzt der in Stücke geschnittene Rhabarber. Ich habe jetzt hier ungefähr 500 Gramm Rhabarber und die Stangen habe ich mir, wie gesagt, etwas gewaschen und teilweise abgezogen, aber teils auch nicht. Ganz einfach deswegen, weil ich noch so ein bisschen diese Röte drin haben möchte. Ich zeige das mal kurz, wie das hier aussieht, wenn man sie abzieht. Dann geht man hier so ran und zieht einfach und schon ist die Haut ab. Hat den Nachteil, dass der Rhabarber dann nicht so schön rot ist am Ende. So, und ja, so sieht dann eine vollständig geputzte Stange aus. Sehr schön. Lässt sich gut abziehen. Und jetzt schneiden wir den uns einfach so in kleine Würfelchen. Und das mache ich so mit dem ganzen Rhabarber und da können wir ihn auch schon auf unsere Füllung geben. Wenn ihr wollt und wenn euch der Rhabarber sonst zu sauer ist, könnt ihr ihn auch noch zuckern vorher. Dann lasst ihn vorher einfach eine halbe Stunde mit dem Zucker so ein bisschen ziehen und müsst ihn dann aber abgießen. Das Zuckerwasser oder den Zuckersaft kann man dann einfach zu der Puddingflüssigkeit dazugeben. Also dann ersetzen, wenn sich viel Wasser ergeben sollte. Ich lasse das immer weg, denn ich mag Rhabarber sehr schön säuerlich. Unseren Rhabarber auf die Fülle geben und dann nehmt ihr einfach so viel ihr wollt. Ich habe jetzt wie gesagt so etwa 500 Gramm, könnt aber auch weniger nehmen oder mehr, bis zu 800 Gramm. Ich finde, es wird dann ein bisschen viel. Manche Leute machen 800 drauf. Ich finde, das reicht dann auch eher für einen Blechkuchen tatsächlich. Ihr seht, es ist schon recht voll, also 500 reichen auf jeden Fall. Der darf ruhig ein wenig angedrückt werden in den Pudding, damit er nachher dann gut hält beim Anschnitt. Gut verteilen, gut andrücken. Wunderbar. Und jetzt haben wir ja noch unsere Streusel. Und die kommen natürlich oben drüber. Oh mein Gott, schaut euch das an. Und jetzt können wir unseren Kuchen fertig backen. Und zwar wird er jetzt nochmal so 30 bis 40 Minuten, maximal 45, 50. Also es hängt so ein bisschen vom Ofen ab, bei 180 Grad in der Mitte des vorgeheizten Ofens
fertig gebacken. War der Kuchen nun bei mir im Ofen. Er kann auch mal nur 35 brauchen oder auch 45. Schaut einfach, dass einige Streusel so ein bisschen dunkel werden, schön. Dann ist er richtig. Und jetzt ist wichtig, dass er in der Form auskühlen muss. Bitte jetzt nicht sofort anschneiden. Das geht auf keinen Fall, denn die Puddingcreme muss sich noch festigen innen drin. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall 4 Stunden, besser über Nacht, an Abkühlzeit. Der leckere Kuchen war nun bei mir über Nacht kalt gestellt und er ist super schön fest geworden, also genau wie es sein soll. Wenn ihr die Streusel sehr, sehr knusprig haben wollt, dann solltet ihr ihn nicht abdecken, damit einfach die Streusel keine Feuchtigkeit ziehen, sondern einfach noch ein Schälchen Salz mit in den Kühlschrank stellen. Das nimmt dann die Feuchtigkeit aus dem Kühlschrank an und die Streusel bleiben schön knusprig. Ein kleiner Trick. Und jetzt werden wir ihn uns rausschneiden aus der Form und dann noch mit Puderzucker bestäuben. Und dann können wir ihn auch verkosten. Einfach vorsichtig mit einem scharfen Messer außenrum schneiden, wie immer. Sehr schön. Und dann schauen wir mal. Und so fantastisch lecker, wie vom Bäcker, sieht unser Kuchen aus. Mega appetitlich. Fehlt nur noch der Puderzucker. Und der kommt natürlich jetzt oben über. Oh mein Gott. Lieber Gott, wie schön ist bitte so ein klassischer Rhabarberkuchen. Ich überlege mir jetzt noch, ob ich ihn auf der dunklen Platte lasse oder ob ich ihn umsetze auf eine helle. Und dann sehen wir uns wieder zum Probieren. Ein schöner Kaffeetisch, so muss das sein. Einen Tee habe ich mir gekocht. Und jetzt werden wir das gute Stück anschneiden. Ich liebe Rhabarberkuchen, ich freue mich schon sehr. Und da kommt unser Rhabarberkuchen, ein absolut klassischer Kuchen, der unbedingt in der Rhabarberzeit auf den Tisch gehört. So lecker! Sehr, sehr appetitlich dieser Kuchen, sehr lecker! Süßlich-säuerlich. Knusprige Streusel, obwohl ich abgedeckt hatte mit einer Haube. Also das ist wirklich top. Nochmal einen. Sehr, sehr lecker. Ein Schlückchen Tee noch. Und dann sage ich euch, was ich denke. Einfach perfekt, die Kombination. Also. Sehr, sehr leckerer Boden, sehr, sehr leckere Puddingcreme, sehr leckere Streusel, sehr leckerer, säuerlicher Rhabarber. Wer etwas empfindlich gegen Säure ist, der sollte unbedingt den Rhabarber noch süßen vorher. Also einfach ein bisschen Zucker, 2 Esslöffel Zucker drüber und ein bisschen ziehen lassen. Ich finde es so ganz, ganz fantastisch, gerade mit dieser Säure. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Und ja, ich kann nur sagen, absolut lecker, traumhaft. Müsst ihr nachbacken. Ist einfach ein Muss in der Rhabarbersaison. Das war mein klassischer Rhabarberkuchen mit Vanillepudding und Streuseln. Einfach ein Traumrezept. Müsst ihr ausprobieren. Ich freue mich über eure Fotos auf Facebook oder Instagram, wie immer. Die Links dazu gibt es hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch nochmal alle Zutaten und das Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und jetzt ja, wünsche ich mir noch, dass ihr den Kanal weiterempfehlt. Abonnieren nicht vergessen, einen netten Kommentar da lassen, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß beim Backen. Tschüss!